Hallöchen, ich grüße euch zu Heft Nummer 9 für den Bau deinen X-Wing. Ja, und damit ein herzliches Hallo Sebastian hier von DevMar Models. Ja, willkommen zur Ausgabe Nummer 9, wo wir dann jetzt hier eine Befestigung für den Suchlichtantrieb inklusive Details bekommen. Ja, wir machen als erstes die Tüte auf, gucken uns eben kurz durch die Zeitung und dann wird geschraubt. Gleich auf. Wir schauen eben erstmal wieder in die Zeitung hinein. So, Heft Nummer 9. Wir befassen uns als erstes wieder mit der Erschaffung einer Raumschiffflotte und zwar die Rekonstruktion des X-Wing. Hier auch der Millennium Falcon zu sehen, sehe ich gerade. Dann die Fliegerasse, wieder mal Anakin Skywalker. Diesmal nicht mal als kleiner Bube, sondern schon etwas herangewachsen, der Gute. Dann haben wir im Thema im Fokus der XJ6 Luftgleiter. Erinnert mich so ein bisschen an die Space Taxis aus Fünfte Element. Und dann sind wir schon in der Bauanleitung, wo wir dann noch ein bisschen was am Flügel anbauen werden. Dann noch der Blick in die nächste Ausgabe, Heft Nummer 10, welche dann aber erst mit dem nächsten Päckchen kommt. Die Befestigung für einen weiteren Sublichtantrieb inklusive Details. So, schauen wir mal rein, was hier alles dabei ist. Alles raus. Also, wir haben jetzt hier erstmal einen Schraubbeutel XW02 und einen mit XW03. Dann haben wir hier einen Beutel mit Details. Ein Metallteil, schön. Das hier ist ein Metallwinkel. Dann dieses Dreieck hier, auch schön lackiert schon, ne? Da. Das ist ein Verbindungsstück und dieses kleine hier ein Detail. Das große hier ist quasi die Antriebsbefestigung. Ne? Auch schon schön vorlackiert, finde ich. Und vor allem jetzt auch mal hier schon innen schwarz eingefärbt, ne? Dass man hier später dann quasi wegen dem Licht, denke ich mal, da nachher kein Durchschimmern hat. Genau, so sieht es. Das ist dann wahrscheinlich von außen irgendwas mit, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich doch nicht aus. So. Also, wir brauchen als erstes wieder den Flügel von der letzten Folge. Den legen wir uns jetzt hier so rum hin. Ja. Dann das Teil mit dem einzelnen kleinen Streifen nach außen, hier daneben. Okay, so, also das lassen wir uns jetzt mal so als Vorbereitung. Das ist ein bisschen irritierend, dass man die Teile erst dahin legt und dann braucht man sie doch noch nicht. So, also erstmal dieses Verbindungsstück und das Detail, welches wir jetzt erstmal hier in diese zwei Löcher hineinstecken. Das passt auch nur in eine Richtung. So. Wobei ich aber hier schon sagen würde, dann machen wir eben ein bisschen Klebstoff rein, dass das besser hält. Weil die Stifte sind da schon sehr locker.
Komm. Ist die Düse wieder zu hier vorne. So, nochmal. Hey, was ist denn da los? Okay. Dann machen wir das Stück jetzt als nächstes mit einer XW02 Schraube. Da haben wir hier noch eine Reserve, da ist die gleich weg. Und schrauben das Ganze jetzt hier rum dran. So, richte jetzt die Antriebsbefestigung am Flügel aus, wie gezeigt. So, jetzt braucht man das, was ich eben vorbereitet hatte. So, dann legen wir jetzt den Kollegen hier drauf, ne, dass es dann nachher so aussieht. So. Und brauchen jetzt hier die Schrauben XW02, die nächsten. Und machen die erst hier oben rein. Dann jeweils eine in den vier markierten Löchern. Das ist jetzt einmal die, wo ich gerade eben schon schraube, dann 2, 3 und 4. So. Dann brauchen wir als nächstes den Winkel. Der soll jetzt hier rum drauf. So. Wahrscheinlich als Verstärkung, dass das Teil nicht irgendwie so wegknicken kann, sondern dass es durch den Winkel gehalten wird. Und brauchen wir hier erstmal eine XW und schrauben die hier den Winkel erstmal hier an dem Antriebsstück fest.
So, in die nächsten zwei kleineren Löcher kommt eine Schraube XW03. Und in die letzte kommt nichts rein. Okay. Ah, okay. Dreh keine Schraube in das verbleibende Loch des Stützwinkels. Er wird erst in einer späteren Phase komplett befestigt. Okay. So, also. Da haben wir das. Die zwei sind übrig. Okay, dann haben wir das Teil schon mal fest. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Oh, ich blende da die Sonne etwas. auf jeden Fall haben wir jetzt die Antriebsdingensbummens jetzt hier an dem Flügelstück festgemacht. Ne? So sieht das Ganze jetzt einmal von oben und einmal von unten aus. Hier ist auch so eine Art Zahnradkranz drauf, ne? Über den wahrscheinlich dann, wenn man den anderen hier drunter so klemmt, dass es dann über diesen Zahnkranz sich dann quasi beide parallel öffnen und wieder schließen können. Ne? Auf jeden Fall coole Sache. Ich freue mich jedenfalls, wenn das nächste Paket hoffentlich pünktlich wieder eintrifft und ihr dann natürlich auch wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht am X-Wing von D'Agostini. Also macht's bis dahin gut. Ciao, euer Sebastian von DevMaModels. Tschüss.